Hallo aus Teneriffa, hier direkt vom Beckenrand bzw. aus dem Becken heraus. Ja, ein Tipp zum Training der Wasserlage. Viele Triathleten besonders sind ja immer noch mit einem Pulver unterwegs, um ihre Wasserlage zu verbessern. Im Grunde tut man aber genau das gleiche wie vorher. Die Beine tun genau das, was sie vorher getan haben, die Arme auch. Also eigentlich ist es nur eine Brücke. Wenn, dann unsere Empfehlung, mit zwei Poolboys zu schwimmen und vor allem mit einer Verbindung der Fußgelenke, mit einem alten Fahrradschlauch oder ähnlichem. Aber wir haben hier von der Firma Sailfish einen ganz neuen Tipp, nämlich eine Neopren-Shorts, die dafür sorgt, dass das Becken Auftrieb erlangt. Trotzdem kann man die Technik ganz normal beibehalten. Ein absoluter Tipp für all diejenigen, die mit der Wasserlage so ein bisschen hadern und ein bisschen Probleme haben. Die Current von Sailfish hier nochmal in der Aufnahme zu sehen.